Aber wie kommt es jetzt, dass jemand anfängt, zum Beispiel er hört keine Musik oder er lässt sich ein Bart wachsen oder die Frau tritt in ihr Grab oder ihr Hijab und dann heißt es auf einmal, die ist der ist radikal oder die ist radikal. Warum? Woran liegt das? Unwissenheit. Unwissenheit, weil er nicht weiß. Der sagt ja, der weiß nicht, der Prophet, dass er einen Bart getragen hat. Weil er wird ja nicht sagen, ja, der ist radikal, wenn er einen Bart trägt. Obwohl sein eigener Prophet, wo er sagt, sallallahu alaihi wasallam, hat einen Bart getragen. Logischerweise, Unwissenheit. Das ist dasselbe Problem wieder. Dieses Problem klären wir wie? Mit Wissen. Jetzt, nächste Sache, Schwimmunterricht. Ja, ist ein Problem. Was haben wir eben gesagt? Warum ist das in Dings notwendig? Warum ist es in England möglich, dass man islamische Schulen hat, aber nicht in Deutschland? Ach, ihr muss an uns liegen. Allah ändert nicht, was in einem Volk ist, bis sie ändern, was in sich selber ist. Und wie ändern wir das, haben wir eben schon gesagt, indem wir Taqwa bekommen, Allah fürchten und die Gebote halten. Und wie lernen wir das? Durch Wissen. Was jetzt noch übrig bleibt, ist Unwissenheit und islamische Erziehung. So, jetzt die Frage, und das hat der Bruder eben schon ganz deutlich gesagt. Jetzt die Frage, wie können wir was ändern? Als erstes, Brüder und Schwestern, wir müssen wirklich eine Eifersucht haben für die Religion. Und wir müssen wirklich Motivation haben für diese Religion. Und wir müssen wirklich diesen Willen haben, diese Motivation, diese Religion nach vorne zu bringen. Und den Willen und die Motivation haben, dass unsere Kinder und Kinder, Enkel, dass die auch noch, unsere Urenkel, dass die auch an dieser Religion festhalten. Und dass diese Religion sich verbreitet. Das muss man haben, Achi. Das ist der Prophet, guck den Prophet an. Was er für eine Eifersucht hatte in dieser Religion. Wie er diese Begierde hatte, die Menschen vor der Hölle zu retten. Bruder, das musst du haben. Du musst diese Eigenschaft haben. Der Allah sagt nicht umsonst, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr hattet dem Gesandten Allahs das beste Beispiel. Das ist nicht, Allah sagt nichts im Koran unnötigerweise. Allah sagt dies aus einem Grund. Schau dir an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Achi, der ist zu seinen Feinden gegangen. Der ist zu seinen Feinden gegangen, weil er wollte die vor der Hölle retten. Der Prophet hat von Zelt zu Zelt gegangen. Der Prophet ist 60 Kilometer bis nach Taif zu Fuß gegangen, durch die Wüste, um die Menschen vor der Hölle zu retten. Der Prophet hat sein ganzes Geld gespendet, damit die Menschen zu Allah finden. Ach, dies war seine Eigenschaft. Der Prophet hat sich Sorgen gemacht um seine Sahaba, hat sich um die Belange der Menschen gekümmert. Umar al-Khattab ist nachts als Führer, das ist eines der größten Weltreiche, von Haus zu Haus gegangen und hat die Menschen gefragt. Achi, warum, Achi? Weil er hat die Religion verstanden, Achi. Bruder, Schwester, der hat die Religion verstanden. Und diese Einstellung musst du haben. Und jetzt hör dir diesen Vers an, subhanallah, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Das heißt, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Jetzt, guck, hör dir das an. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt. Und diese Eigenschaft, worauf ich hinaus will, die müssen wir haben. Dass sich das bedrückt, wenn dein Bruder Probleme hat. Dass du eifrig bestrebt bist, den Menschen zu helfen. Und subhanallah, achi, auch für die Nichtmuslime. Auch für die Nichtmuslime, achi, du musst Bestreben haben. Dein Herz muss dafür schlagen, dass diese Menschen zum Weg finden. Guck mal, wie viele Arbeitskollegen du hast, Bruder. Guck mal, wie viele Freunde, Bekannte du hast. Achi, willst du, dass die in die Hölle gehen, achi? Will einer, dass die in die Hölle gehen? Deswegen, wenn du das verstanden hast, dann muss dein Herz schlagen für diese Religion. Das ist das. Das ist erstmal, was wir verstehen müssen. Und du musst wissen, wir müssen wissen, subhanallah, dass dies der Weg zum Paradies ist. Wer nicht an dieser Religion festhält, ach, der wird ein übles Ende haben. Der wird ein übles Ende haben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals akzeptiert werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Der wird im Jenseits in die Hölle gehen. Und Wallahi, Achi, jeder, der hier sitzt,
wird gefragt werden. Jeder, der hier sitzt, wird gefragt werden, was hast du getan für diese Religion? Und er wird gefragt werden, Men Rabbuk, wer ist dein Gott? Was willst du dann sagen? Was hast du über Allah gewusst? Men Nabiyuk, wer ist dein Prophet? Madinuk, wer ist, was ist deine Religion? Was willst du dann sagen? Ach, wisst ihr, was manche Leute sagen? Die sagen, ich habe die Menschen gehört, da habe ich dasselbe gesagt. Ach, wenn ich dich jetzt frage, wer ist, was ist deine Religion? Erklär mir deine Religion. Du kannst noch nicht mal im Diesseits antworten. Wie willst du im Jenseits antworten? Wenn ich dich frage, wer ist dein Gott? Ja, wir haben so an Gott geglaubt. Allah ist ein Gott. Ach, wenn du nur so antworten kannst, wie willst du im Grab antworten? Wenn zwei Engel vor dir stehen, die bereit sind, dich platt zu machen. Wie willst du antworten? Wie willst du antworten, wenn du am Zittern bist, wenn gleich das Tor aufgeht? Paradies oder Hölle? Wie willst du da antworten? Ach, deswegen musst du jetzt antworten können. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah wird diejenigen, die glauben, festigen mit dem festen Wort La ilaha illallah im Diesseits und im Jenseits. Wenn du jetzt nicht bereit bist, brauchst du gar nicht zu denken, dass du im Jenseits bereit bist. Aber derjenige, der bereit ist für dieses Wort, der muss auch bereit sein, sich einzusetzen für diese Sache. Der muss bereit sein, etwas verändern zu wollen. Zunächst sich selber verändern zu wollen und dann seinen Freunden helfen zu wollen, seinen Bekannten helfen zu wollen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, Bruder. Jazakumullahu khairan. Jetzt wissen wir, worum es geht. Es geht um Paradies und Hölle. Es geht um unsere Zukunft. Es geht darum, gehst du ins Paradies oder in die Hölle. Okay, jetzt um das nochmal zu intensivieren, um das nochmal zu bestärken. Jetzt haben wir gesehen, unser Problem ist mit Wissen verbunden. Jetzt fragen wir, wie können wir diese Sache ändern? Wie können wir diese Sache ändern? Erstens, du weißt es jetzt, du musst Begierde haben, Wissen zu bekommen und zu lernen. Und subhanallah, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yabtaghi fi ilmin, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wer einen Weg einschlägt, um auf diesem Weg Wissen zu bekommen, dem wird Allah den Weg zum Jannah leicht machen. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِتَانُ فِي الْبَحْرِ Und der Alim, der Wissende, für den betet um Vergebung, was in Himmel und Erde ist, sogar ein großer Fisch im Wasser. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْكَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Und die Huld des Wissenden über den Unwissenden in der Region ist wie die Huld des Mondes über die restlichen Himmelskörper. Das heißt, die Sonnen und Sterne sind dann nicht gemeint, sondern die anderen Himmelskörper, die auch beleuchtet werden. Weil Kaukab ist nicht Nejm. Kaukab ist etwas, was nicht von sich selber aus leuchtet. Der Vollmond, der gibt dir Licht. Der Alim, der Wissen hat, der gibt dir Licht. Der gibt den Menschen Licht im Dalal. Jetzt. وَأَيْنَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا Und die Wissenden sind die Erben der Propheten. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ بِحَذٍ وَافِرٍ Und die Anbiya, die haben kein Dirham zum Erbe gegeben, sondern Wissen. Und wer dieses Wissen erwirbt, der hat einen großen Anteil genommen. Jetzt stell dir deine Position vor, Bruder, so viele Menschen, Achi, sind im Dalal und du bist jemand, der ihnen Licht geben kann. Wie kannst du dazugehören zu denen, die Licht geben? Was ich als Tipp gebe ist, wer von den Jugendlichen, die hier sitzen, macht Abitur. Oder ist Abitur machen. Du dahin, welche Klasse? 3. Welche Schulklasse bist du? 11. Und du? Auch 11. Und du? 10. Und du? 11. Wer noch? Wer macht noch Abitur gerade? Du, welche Klasse bist du? Also sie sind eine ganze Menge. Du bist auch bei Abitur machen, ja? Ja,
13. Alhamdulillah. Guck mal, so viele Jungs. Mashallah. Guck mal, Brüder. Was wir in Deutschland nötig haben, ist Leute, die Islam richtig verstanden haben und die hier aufgewachsen sind, die deutsche Sprache sprechen. Bei den 20 Jahren wird kaum einer noch die deutsche Sprache richtig, die arabische Sprache richtig beherrschen. Deswegen, was ich euch als Tipp gebe, Bruder, bewerbt euch bei den arabischen Universitäten. Und die Moschee sollte das unterstützen. So funktioniert das. Die Moschee sollte denjenigen bei seinem Studium unterstützen. Du kannst in Saudi-Arabien studieren mit 300 Euro im Monat. Bewerbt euch bei der Universität Umul Qura, Medina, Riyadh und nehmt euch als Ziel, wiederzukommen als Imam. Wiederzukommen als jemand, der gelernt hat und der wirklich auch Verständnis hat. Andere Beispiel ist in Marokko. In Marokko, weil die meisten hier sind Marokkaner, gibt es Privatschulen. Zum Beispiel in Marrakesch gibt es ein Ibn Abdul Barr-Institut, in Tanger. Fast in den meisten Städten gibt es Institute. Wenn jemand von hier gefördert wird, zum Beispiel, du kannst danach Imam werden oder kriegst eine Stellung in der Publik, geht dorthin. Dort kann er vielleicht für 300, 400, 600 Euro im Monat. Guck mal, die Investition ist sehr gering. Ach, wenn jeder einen Euro dazu, die Investition ist sehr gering. Aber dieser Mensch kommt zurück. Erstmal, du hast ihm einen Weg zum Paradies leicht gemacht. Hast du sowieso Hassanet für. Und der kommt vielleicht zurück und wird in Zukunft in der Lage sein, die Jugendlichen zu unterrichten. Kann Deutsch, perfekt, kennt die Lage hier, Sina und Disco und Drogen und hat Islam richtig studiert. Deswegen nehmt euch das vor. Und nehmt euch das vor, Bruder, die Leute zu schicken. Subhanallah. Die meisten Leute, so viele Leute sind in Saudi-Arabien, haben dort studiert. Wisst ihr, warum die nicht mehr studieren? Weil die keine finanzielle Möglichkeit haben, Achi. So viele Leute. Das traurig ist das, Achi. Das ist traurig. Viele Leute, weil sie einfach keine finanzielle Unterstützung haben. Guck mal, so wenig ist das und Alhamdulillah, du kannst da wirklich etwas groß machen. Und glaub mir, wenn jede Moschee in Deutschland, wir haben in Deutschland 2500 Moscheen. Ich habe gerade gesagt, ich bin einer, Alhamdulillah, von den Leuten, denen Allah die Huld gegeben hat, dass ich auf Deutsch reden kann und ein bisschen Wissen habe von der Religion, Alhamdulillah. Wa amma bi ni'amati rabbika fahaddith, Alhamdulillah. Stell dir vor, du hast in Deutschland 2500 Moscheen, du hast 2500 Leute, die jedes Wochenende rund gehen, die in ihrer Gemeinde, die rausgehen, auf die Straße, die zu den Leuten gehen, in die Häuser, sagen, ja, kommt doch mal zur Moschee und so weiter. Bruder, wisst ihr, wie die Muslime sich hier verändern? Weißt du, wie sich die Muslime, weißt du, wie die Jugend aussehen würde? Bruder, weißt du, wie die Jugend in 20 Jahren aussieht? Und weißt du, wie viele Deutsche zum Islam konvertieren würden? Deswegen, Bruder, das ist das, was ich euch als allererstes ans Herz lege.